einfach die Matte nicht getroffen. Und ich habe mich nicht einmal gefragt, ob das normal ist. Immer wieder durchgezogen. Ich lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Ist ja dieser berühmte Spruch, ne? Nee, ich wollte morgen gucken, was in der Zeitung steht. Ich wollte auch zu den Olympischen Spielen fahren. Ich wollte mich doch gar nicht umbringen. Da muss man immer mal so ein bisschen vor Augen halten. Also sich vor Augen führen, wofür man den Käse macht. Weil man das ja dann eben auch noch gucken will, was dabei rausgekommen ist. Beim Speerwerfen war es so, ich hatte einen Golferarm, Tennisarm bekannt. Diese Schmerzen, schon mal jemand gespürt? Nee? Das tut weh. Das tut echt weh. Und dann habe ich den Arzt angehauen und gesagt, hier kannst du mal eine Spritze reinmachen, das tut so weh. Dann hat er gesagt, ja, das haben wir mit dem Schenkmann 92 gemacht, da haben wir den Nerv aber getroffen. Da geht der Nerv hier durch, haben den Nerv betäubt und was passiert dann? Der war total schmerzfrei, dachte er. Der konnte aber nichts mehr festhalten. Das ist ein bisschen doof. Aber sagt er, ich habe eine Idee für dich. Du nimmst den Speer, du läufst an, du läufst zur Linie, du stoppst ab, du schmeißt das Ding weg und dann, das kann ich dir versprechen, sagt er, der Schmerz sucht sich seinen Weg vom Ellbogen durch die Nervenbahn, Rückenmark, den Kopf rein und das tut auch verdammt weh, aber sagt er, der Speer fliegt dann schon lange. Der ist schon weg. Der Speer braucht länger zum Kopf als der Speer. Ne? Und das hatte ich im Kopf abgespeichert. Und bin dann angelaufen und habe gedacht, oh, gleich tut's weh, gleich tut's weh. Und dann habe ich geworfen und dann hat es einen Knall gegeben, mir wurde schwarz vor Augen, ich fiel um, lag dann da, mein Arzt, der dachte, da passiert nichts, da tut nur weh, kam an und sagte, ja, habe ich dir gesagt, tut weh, ne? Aber wird gleich wieder besser. Also warte ab. Und da wurde nichts mehr besser. Ich bin von einem auf den anderen Moment zum neuen Kämpfer mutiert. Ich dachte eigentlich, das ist alles nur eine Frage der Zeit, wann das wieder heilt. Aber der Arm war so zerstört, dass ich nicht mehr Speerwerfen konnte. Ich liebte diesen Sport. Was kann man machen, um weiter noch zum Sport zu gehen? Eine Idee? Anderen Arm nehmen. So, Idee war, also 10% vom gesamten Zehnkampf, die mir fehlten, war ich in der Konkurrenz für. Mit dem anderen Arm. 20% Leistungseinbuße, nicht mehr 67 Meter zu werfen, sondern 53, macht im Gesamtergebnis nur 2%. Und diese 2% sind dann immer noch 8500 Punkte und damit immer noch in Medaillennähe. Und das war die Idee, die dahinter steckte, um das Ganze eben noch konkurrenzfähig zu machen. Ich bin dann irgendwann zum... 2013 saß ich in Moskau auf der Tribüne neben meinem ehemaligen Physiotherapeuten und der saß da wie so ein Schlückchen Wasser in der Kurve. Ich sag, was ist los? Ich muss den Michael gleich nachmachen. Michael Schrader war zu der Zeit Zweiter bei den Weltmeisterschaften und der hatte den Speerwurf und der hatte genau das gleiche Problem wie ich. Der Arm tat weh, der musste einen Tapeverband da drum kriegen und mein Physiotherapeut war so ein bisschen am Boden zerstört. Ich sage, ja und, kannst du doch. Da sagt er mir allen Ernstes, das hat bei dir vor 13 Jahren schon nicht funktioniert. Das hat er jetzt 13 Jahre mit sich rumgeschleppt. Immer dieses Bewusstsein, weil er den Tapeverband nicht richtig gemacht hat, ist bei mir der Arm kaputt gegangen. Und da habe ich ihm gesagt, ey, das war ein guter Tapeverband. Das konnte keiner ahnen, dass das in die Hose geht. Das ist noch nie passiert. Jetzt entspann dich mal. Und ich habe geworfen. Ich bin dafür verantwortlich, was ich da getan habe. Wenn ich der Meinung gewesen wäre, dass dieser Arm nicht reicht, hätte ich dir Bescheid sagen müssen. Habe ich aber nicht, weil ich der Meinung war, das war alles gut. Und ich habe mich nie gefragt, war das richtig zu werfen? Nein, im Nachhinein kann man sagen, nein, das war nicht richtig. Aber ich habe dem Arzt auch nie einen Vorwurf gemacht. Wie kann er mir sagen, dass ich da werfen darf? Weil es das bis dahin noch nicht gab. Was will man da machen? Ich habe geworfen, hätte ich nicht geworfen, da kommt dieser Konjunktiv. Hätte ich nicht geworfen, hätte ich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft nicht geschafft, hätte ich abends im Bett gelegen und hätte gesagt, hätte ich mal geworfen. Mit Schmerzen kann ich umgehen, aber ich hatte Angst vor dem Schmerz. Und das ist immer so relativ, der Schmerz geht wieder. Jetzt habe ich geworfen, jetzt konnte ich trotzdem nicht zur Weltmeisterschaft fahren, aber ich hatte eine Antwort. Und das ist eben das Doofe an dem Ganzen. Erfolg benötigt Einsatz und er strengt auch an. Und wenn Sie mich da sehen, beim Olympischen Spiel 1497 Meter geschafft, jetzt kommen die letzten 3 Meter und dieses Gefühl über die Ziellinie zu stolpern, das ist so unglaublich.
unglaublich zu wissen, nach 2 Tagen Arbeit, es ist vollbracht, es kann nichts mehr passieren. Das war ein unglaublich schönes Gefühl. Ich habe mir dann einreden wollen, ich habe die Silbermedaille gewonnen, ich habe die Silbermedaille gewonnen. Weil das war mir in dem Moment egal, ich wollte nur noch schlafen. Ich lag dann da auf der Bahn und wollte nur noch schlafen. Die Ärzte kamen an, trommelten auf mich rum, brachten mich dann raus, weil der Streit noch für andere Sachen braucht, glaube ich. Und habe mich dann nicht mehr gehen lassen. Und ich sitze eine Stunde bei den Ärzten, liege ich da auf der Pritsche, bei den amerikanischen Ärzten. Und ich sage immer, ey, ihr könnt mich gehen lassen, das ist alles gut. Und die Ärzte gucken mich an und sagen, das ist gar nichts gut. Schön liegen bleiben. Ich sage, hier immer so Ausnahmen, Sport, jetzt entspannt euch mal. Naja, dann habe ich die Heide Rosenthal, die jetzt Funktionäre mitfahrt, um gebeten, meinen Vater zu suchen, was sie dann auch getan hat. Und der wusste nur, ich sah nicht gut aus, ich bin seit einer Stunde bei den Ärzten, ich komme nicht wieder. Und wo sind die Ärzte? Er hat sie nicht gefunden im großen Stadion. Dann hat Heide Rosenthal meinen Vater gefunden und als sie ihn dann getroffen hat, sagte sie zu ihm, Franz Josef, ein Glück, dass ich dich treffe, der Frank, den will ich nochmal sehen. Ja, bevor sie ja irgendwie. Ja, aber für ihn war klar, ich bin so kurz vorm Ende. Und das ist natürlich so eine Sache, ne? Immer mal gucken, der Gegenüber, wo ist der eigentlich so? Wo kann ich den abholen, ohne dass der hinten rüberkommt? Erfolg bleibt, das heißt nicht, dass man sich darauf ausruhen kann. Ich habe dann am Ende meiner Karriere, habe ich mich gefragt, kann ich mir etwas vorwerfen? Kann ich mir irgendwie etwas vorwerfen? Und das konnte ich immer verneinen, weil ich natürlich viele Fehler gemacht habe, aber für den Moment richtig entschieden habe. Man muss sagen, unterm Strich versagt auf ganzer Linie. Alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich nie erreicht. Weltmeister, Olympiasieg und 9000 Punkte, also Weltrekord, habe ich geschafft. Und deshalb habe ich immer gedacht, ohne dieses erreicht zu haben, kann ich nicht zurücktreten. Und dann musste ich mit mir ins Gewissen gehen, kann ich mir was vorwerfen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Klar, habe ich viel falsch gemacht, aber für den Moment richtig entschieden. Und das ist eben immer so ein Punkt, der mich immer begleitet hat, immer alles zu geben. Ich wusste am Abend, es ging kein Punkt mehr. Ich habe niemals aufgegeben. Wenn man aufhört, das ist was ganz anderes. Also ich behaupte von mir, den Sport habe ich beendet, den habe ich aufgehört. Ich habe nicht aufgegeben, weil bestimmte Gründe dafür sprachen, es nicht mehr weiterzuführen. Und deswegen ist es das, was ich so aus dem Sport rausgezogen habe, wer aufgibt, der hat schon verloren. Wer es probiert und das Beste, was er leisten kann, da rein investiert, der kann nur gewinnen. Und das wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Weg jetzt in dieser gerade schwierigen Zeit, der manchmal ein bisschen seltsam ist. Alles Gute, habt ihr keine Angst vor hohen Hürden. Verlieren Sie Ihr Ziel nicht aus den Augen. Und in dem Sinne, alles Gute, vielen Dank und schönen Abend. Ja, vielen Dank, Frank, das war sehr toll. Dankeschön, dass du da warst. Danke, Till, dass ihr da wart. War ein super Abend. Dankeschön. Ich hätte euch gerne einen ausgegeben. Also größten Respekt, dass ihr alle da wart. Ich muss jetzt nochmal weinen, weil ich habe jetzt die schöne Karte gelesen. Echt danke, dass ihr da wart, weil ich habe gedacht, es geht heute Bach runter und dass es dann doch so schön war, ist toll. Also in der Zeit, das ist eine harte Zeit, auch für alle. Und ich hoffe, das wird wieder besser. Bibi, die Abschlussworte darfst du heute sagen. Ich darf auch nochmal Danke sagen, dass ihr da seid, trotz allem. Ich hoffe, dass ihr natürlich alle gesund bleibt, dass wir alle gesund bleiben, komplett. Die Feier, die wir dieses Jahr eigentlich geplant hatten, die holen wir auf jeden Fall nach, sobald es irgendwie wieder geht, die Zahlen wieder sinken. Ich meine, ihr kriegt es ja auch mit. Vielen Dank für ein trotz Corona sehr geiles Jahr, auch hier wieder. Wir machen auch noch 20 Jahre. Aber mir ist noch was eingefallen. Ist mir was eingefallen? Vor allem, weil du jetzt so eine positive Erscheinung bist und irgendwann, wenn das mal wieder besser wird mit unseren Veranstaltungen, dann würde ich dich gerne mal anfragen, ob du bei einer Veranstaltung bei uns Schirmherr machst. Also dann bist du dann, machst du das Opening, kannst auch ein bisschen Späßchen machen. Und das wäre schön. Ich habe jetzt, das ist nur eine Vision, irgendwann hin, in 1-2 Jahren bei was Großem, vielleicht auch bei Henry Maske, dass du das Opening machst, ich weiß es nicht. Wie die Zeit das ist, und dann würde ich dir vielleicht nochmal eine E-Mail oder eine WhatsApp, kann ich ja jetzt. Ja. Und Dankeschön. Danke an alle.
Schönen Abend und ich hoffe, nächstes Jahr können wir wieder einen trinken. Dankeschön. Thank you.
Ja, ich habe noch einen Punkt.
Thank you.
Ja, das ist jetzt nicht für die Kick-Tick oder was?